Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich dir eine weitere Partie vom ehemaligen amerikanischen Schachweltmeister Bobby Fischer vorstellen. Bobby Fischer ist wohl einer der bekanntesten Schachpersönlichkeiten, die es jemals gegeben hat. Er ist für seine extremen Leistungen am Schachbrett bekannt, aber auch für seine zugegebenermaßen etwas schwierige Art. Er hat sich zum Beispiel öffentlich mehrmals anti-amerikanisch und antisemitisch geäußert. Aber darum soll es in diesem Video nicht gehen, sondern es geht um seine schachlichen Leistungen und die sind für außerordentlich und für manche ist er sogar der beste Schachspieler aller Zeiten. Und in dieser Partie spielt er gegen den deutschen Großmeister Klaus Daga. In dieser Zeit war er einer der führenden deutschen Spieler und er spielt hier französisch nach E4, E6. Und wir gucken, was Bobby Fischer dagegen macht. Er spielt Springer C3 und es kommt Läufer nach B4 und Bauer nach E5, also die Hauptvariante, das wird heute auch alles noch gespielt. Bauer nach C5. Der klassische Zug im Franzosen macht direkt Druck auf den Bauern auf D4. Und Weiß spielt Bauer nach A3, um den Läufer zu befragen. In einer vorhergegangenen Partie hat Fischer einmal gegen Thal gespielt. Da hat Thal hier Läufer A5 gemacht. Der Hauptzug mit Abstand und deutlich bessere Zug ist aber auch hier Läufer schlägt C3. Und nach B schlägt C3 bekommen wir hier sehr interessante Stellung. Schwarz gibt zwar den Läufer für den Springer auf, Weiß hat dafür aber eine schlechtere Bauernstruktur und es entstehen, wie gesagt, sehr spannende und aggressive Stellungen. Schwarz spielt jetzt hier Springer nach E7, entwickelt sich weiter und bereitet die kurze Rochade vor. Und Fischer entscheidet sich jetzt hier für den Zug Bauer nach A4. Der Hauptzug in der Stellung ist Dame nach G4. Mit der Idee hier den Bauern G7 direkt aufs Korn zu nehmen. Und falls der schwarze König sich hier entscheiden sollte, kurz zu rochieren, dann muss er da sehr, sehr doll aufpassen. Läufer H6 liegt in der Luft, Läufer D3 liegt in der Luft, H4, H5. Also hier ist der schwarze König höchstwahrscheinlich einem großen Angriff ausgesetzt. In der Partie hat sich aber Weiß dagegen entschieden, sondern hat hier A4 gespielt. Mit der Idee, den Läufer nicht über diese Diagonale zu aktivieren, sondern vielleicht auch über den Läufer nach A3 zu stellen und dann über diese Diagonale aktiv zu werden. Und Schwarz spielt jetzt hier Dame C7. Der Hauptzug ist wohl Springer BC6, entwickelt sich. Und danach Springer F3 könnte man zum Beispiel Dame A5 spielen oder man könnte auch versuchen, Läufer D7 zu spielen. Schwarz spielt hier aber Dame nach C7, stackt den Bauern auf C5 nochmal. Weiß spielt Springer F3 und Schwarz macht Bauer nach B6. Die Idee von Bauer nach B6 ist, den Läufer nach A6 zu stellen und die weißfeldigen Läufer zu tauschen. Das würde Schwarz sehr entgegenkommen, da die zentralen Bauern von Schwarz auf weißen Feldern stehen. Das heißt, der typisch französische Läufer hat sehr, sehr wenig Felder. Wenn wir hier nochmal einen Zug zurückgehen, hat er genau eins und auch wenig Perspektive auf mehr Felder. Nach B6 möchte man, wie gesagt, hier Läufer nach A6 spielen. Aber Weiß hat den starken Zwischenzug Läufer nach B5 Schach. Und jetzt muss sich der Schwarz entscheiden, wie verhindert er dieses Schach, beziehungsweise wie geht er damit um. In der Partie kam Läufer nach D7, was wohl auch mit der beste Zug ist. Typischer französischer Zug wäre vielleicht noch König nach F8, aber an der Stellung glaube ich nicht, dass es besonders gut ist. Dann könnte Weiß zum Beispiel einfach zurückgehen nach D3 und Schwarz kriegt zwar den Tausch hin mit Läufer nach A6. Aber der König auf F8 ist dauerhaft schwach. Und ich glaube nicht, dass ich in der Stellung Schwarz es erlauben kann, dass der König so schwach auf F8 ist. Das ist keineswegs direkt verloren für Schwarz. Und es gibt ja auch einige Pläne für Schwarz, die mit König F8 beginnen. Zum Beispiel G6 und dann König G7 und so sich halt per Hand zu entwickeln. Aber ich glaube, in der Stellung ist Läufer D7 doch deutlich besser als König F8. Das Problem ist, dass der Schwarze auch nicht den Springer dazwischen ziehen möchte, weil wenn der Springer dazwischen zieht, dann ist Läufer A6 immer keine Option. Und der einzig andere Versuch wäre vielleicht noch den Springer von E7 nach C6 dazwischen zu ziehen, aber dann kriegt Weiß hier auch eine sehr, sehr angenehme Stellung, hat hier deutlichen Entwicklungsvorteil und greift hier auch direkt an mit Springer nach G5, A6 und dann zum Beispiel Dame nach H5. Jetzt ist der Druck auf F7 schon extrem groß, es droht. Springer schlägt E6, der Bauer kann den Springer nicht schlagen, weil dann der Turm auf H8 fallen würde. Schwarz schafft es zwar, den Läufer zu tauschen, aber
vermisst dabei die Entwicklung, lässt die Entwicklung, stellt die Entwicklung zu sehr zurück und das ist auch nicht gesund. Deshalb entscheidet sich hier der Schwarze für Läufer D7. Und das war, wie gesagt, ein sehr, sehr wichtiger Zwischenzug. Nämlich Weiß geht jetzt einfach wieder zurück. Und jetzt gibt es keinen Läufer A6 mehr in der Stellung. Und der Schwarze spielt jetzt hier Springer nach C6. Weiß spielt kurz Rochade. Und Schwarz entscheidet sich jetzt hier, die Stellung zu schließen und zumindest das Zentrum und den Bauern nach C4 zu spielen. Bauer nach C4 ist auch deutlich besser als zum Beispiel der natürliche Zug König kurz Rochade. Der läuft nämlich in eine ganz typische Taktik rein. Könnt gerne das Video kurz pausieren. Ich denke, es sollte aber relativ klar sein, was hier die große Drohung ist von Weiß. Und zwar kann Weiß hier den Läufer auf H7 opfern und nach König schlägt H7 mit Springer G5 fortsetzen. Das ist ein ganz, ganz typisches Opfer. Die Idee ist, dass der schwarze König nun komplett offen ist gegenüber dem Springer und gegenüber der Dame. Das heißt, nach König nach G8 kommt hier sehr tödlich Dame nach H5 mit immensen Drohungen. Die Hauptdrohung natürlich Dame nach H7 Schachmatt. Und die Alternative, den König hier Richtung Zentrum zu treiben, das kann auch nicht gesund sein für den Schwarzen. Jetzt zum Beispiel Bauer nach H4, gefolgt von Dame nach G4 beispielsweise. Und früher oder später muss der Schwarze hier einiges an Material opfern, damit sein König nicht Schachmatt gesetzt wird. Von daher kann man hier den natürlichen Zug kurz Rochade gar nicht spielen, sondern er hat hier erst C4 gespielt, dann kam Läufer E2 und jetzt hat sich Schwarz dazu entschieden, das Zentrum mit Bauer nach F6 anzugreifen. Der Hebel Bauer F6 ist sehr, sehr typisch für den Franzosen. Man möchte einfach dieses geschlossene Zentrum anhebeln und der Bauer auf E5 ist schon sehr, sehr störend für Schwarz, schränkt hier die Figuren ein und F6, wie gesagt, ein sehr, sehr typischer Zug. Und Fischer entkorkt jetzt hier ein sehr interessantes Bauernopfer. Ignoriert einfach, dass sein Bauer auf E5 hängt und spielt hier den Zug Läufer nach A3. Läufer nach A3 ist ein sehr, sehr starker Zug. Die Idee ist natürlich, dass der Läufer auf dieser Diagonale jetzt extrem stark steht. Nach kurzer Rochade zum Beispiel ist der Springer auf E7 immer gefesselt. Und wenn der Springer wegzieht, dann ist kurze Rochade nicht möglich, weil der Läufer das abdeckt. Also Läufer A3 ist ein sehr, sehr starker Zug. Schwarz akzeptiert das Bauernopfer und schlägt hier F schlägt E5. Und Fischer spielt jetzt hier D schlägt E5. D schlägt E5 ist tatsächlich sogar besser als Springer schlägt E5, was vielleicht auf den ersten Blick natürlicher wirkt. Das Problem an Springer schlägt E5 ist, dass man direkt noch mehr Figuren tauscht, was immer eher nachteilhaft ist, wenn man Material weniger hat, wie in dem Fall Weiß einen Bauern. Dann kommt zum Beispiel einfach Springer schlägt E5, D schlägt E5 und Dame schlägt E5. Und wenn jetzt wie in der Partie später auch Turm E1 folgt, dann hängt noch der Bauer auf C3 und nach Läufer H5 Schach E6. Läufer G4. Greift man zwar zweimal den Bauern auf E6 an, aber die Dame kann sich nach F6 zurückbegeben und die Stellung hält noch zusammen für den Schwarzen. Schwarz deckt hier den Bauern auf E6 ab, kann dann kurz auch hier Druck machen auf den F2. Und diese Stellung ist zwar in ungefähr ausgeglichen, aber trotzdem sollte man das natürlich lieber vermeiden, weil Schwarz immer noch einen Bauern mehr hat. Deshalb spielt hier Fischer D schlägt E5. Wir sehen direkt den Unterschied, es folgt jetzt Springer schlägt E5. Der Unterschied ist einfach, dass sich die Springer noch auf dem Brett befinden und man hier als Weißer mehr Optionen hat nach Turm nach E1. Jetzt kann die Dame hier nicht dann aktiv werden und auf C3 schlagen oder die Dame kann auch nicht den Bauern E6 dann später decken. Das heißt, es ist besser hier für Weiß eindeutig, wenn die Springer noch auf dem Brett sind. Und jetzt gibt es extrem viele Möglichkeiten, wie so oft im Schach, aber hier zeigt sich das nochmal sehr gut. Und zwar gilt es hier, die Springerzüge zu analysieren. Fakt ist erstmal, dass hier Weiß hier eine Drohung aufstellt, nämlich Springer schlägt E5, Dame schlägt E5, Läufer H5 Schach, wonach die Dame fallen würde von Schwarz. Schwarz muss sich also Gedanken machen, was macht er mit dem Springer auf E5. Und da gibt es vier große Optionen. Einmal kann er den Springer hier nach C6 zurückziehen oder er kann ihn nach G6 zurückziehen. Oder er kann den anderen Springer nach C6 ziehen oder nach G6. Wir gehen mal die Züge einen nach den anderen durch. Fangen wir mal an mit Springer E5 zieht nach G6. Da müsst ihr auch immer darauf achten, wenn ihr mal eine gewertete Partie spielt, dass ihr das ordentlich notiert. Weil beide Springer können nach G6 ziehen. Das heißt, es reicht nicht auf, wenn ihr einfach nur Springer G6 aufschreibt. Das ist insbesondere natürlich für die Analyse im Nachhinein wichtig.
In dem Fall könnte man sich vielleicht noch erinnern, aber ich hatte es zum Beispiel schon ein, zwei Mal, dass ich nur Springer G6 aufgeschrieben habe und mich dann danach nicht mehr erinnern konnte, welchen Springer ich eigentlich nach G6 gezogen habe. Springer G6 ist aber an sich nicht ein so guter Zug. Es kommt dann ganz typisch hier der Bauernzug nach H4. Die Idee ist einfach hier H5 zu spielen und den Springer auf G6 direkt wieder zu vertreiben. Und nach so Zügen wie zum Beispiel Springer C6 kommt Springer nach G5. Das ist hier so eine der Hauptideen von Weiß. Der Bauer auf E6 ist sehr, sehr schwach. Und den gilt es hier zu belagern. Also der Springer guckt den Bauern auf E6 an, der Läufer auf G4 wird den Bauern auf E6 angucken und der Turm wird ihn auch angucken. Und nach zum Beispiel Lange auf Rade, was natürlich ein schlechter Zug ist, geht einfach Springer F7. Und nach Bauer H6 kann man direkt schon sogar auf E6 den Bauern rausschlagen. Und dann hier mit Läufer G4 die Fesselung ausnutzen. Der Turm fesselt den Läufer. Und Weiß gewinnt hier entscheidend Material zurück und steht komplett auf Gewinn. Das heißt, Springer 5 nach G6 sollte man lassen. Auch Springer E7 nach G6 ist kein guter Zug. Dann kann Weiß einfach auf E5 rausschlagen. Springer schlägt E5 und jetzt Läufer H5 Schach setzen. Dann nach Bauer G6 hat man hier einen sehr, sehr starken Zug, und zwar den Zug Dame nach D4. Und jetzt sieht man schon, alle weißen Figuren sind extrem aktiv. Der Läufer guckt hier sehr aktiv rein. Der Turm steht gegenüber in einer Linie mit dem gegnerischen König. Die Dame greift den Springer an und fesselt den Springer, weil der sonst der Turm auf H8 hängen würde. Also hier sind die weißen Figuren viel zu aktiv und diese Stellung ist komplett gewonnen für Weiß. Das heißt, die Springerzüge nach G6 sind nicht so gut. In der Partie kam der Zug Springer E7 nach C6. Der ist auch nicht optimal. Der beste Zug in der Stellung wäre wohl gewesen, den Springer, der auf der fünften Reihe steht, zurück nach C6 zu ziehen. Und dann nach Springer G5. Wie gesagt, die typische Idee hier: Bauer auf E6 ist schwach, den Bauern sollte man angreifen als Weißer. Kann man hier kurz sochieren und versuchen, das Material zurückzugeben. Nach Läufer G4 führt man hier Turm F6. Turm F6 ist ein wichtiger Zug. Die Idee von Weiß ist es hier, auf E6 mit Schach rauszuschlagen. Dann würde der D5 auch noch hängen. Und danach mit dem Springer nach E6 zu kommen, was die beiden Schwerfiguren angreifen würde, die Dame und den Turm. Und daher spielt hier Schwarz Turm nach F6. Das geht aus dieser Gabel, wie gesagt, raus. Und gibt zwar den Bauern zurück, aber danach hat man eine angenehme Stellung hier, wenn man alles tauscht als Schwarz und dann die Dame zentralisiert mit Dame nach E5. Diese Stellung sollte ungefähr ausgeglichen sein. Weiß hat hier immer noch eine komische Bauernstruktur. Vielleicht hat Weiß dafür die bisschen besseren Leichtfiguren. Aber die Stellung sollte sich im dynamischen Gleichgewicht befinden. In der Partie hat sich der Schwarze allerdings dafür entschieden, den Springer von E7 nach C6 zu ziehen, was ja auch natürlich erstmal sinnvoller aussieht, den etwas passiveren Springer in Anführungszeichen zu ziehen. Allerdings ist das wieder eine Figur weniger, die den eigenen König deckt. Das kann natürlich zu Nachteilen führen. Springer schlägt E5, Springer schlägt E5 und jetzt hat hier Fischer den Zug Bauer nach F4 gespielt. Hier war einer der wenigen Punkte, wo Fischer echt eine gute Option übersehen hat, und zwar habe ich die eben schon gezeigt. Wir erinnern uns, in dieser Stellung hatte ich den Zug Läufer H5 vorgeschlagen. Beziehungsweise schlägt es logischerweise auch der Computer vor. Möchte mich nicht größer machen, als ich bin. Und dann kommt nach G6, wie gesagt, der starke Zug Dame nach D4. Aber ich denke mal, hier sieht man auch als Mensch, dass diese Stellung extrem gut ist für Weiß. Allein weil Weiß die zwei Läufer hat und die deutlich aktiveren Figuren, wie gesagt. Deshalb war ich etwas überrascht, dass Fischer diesen Zug nicht gefunden hat. Vielleicht hatte er das typische Problem, was Schachspieler manchmal haben, und zwar dachte er, dass F4 wahrscheinlich auch gewinnt. F4 ist auch kein schlechter Zug, aber ich würde trotzdem die Stellung nach Läufer H5 bevorzugen. Nach F4 hat hier Schwarz Springer nach C6 gespielt. Eine interessante Variante und eine coole Variante wäre auch aufs Brett gekommen nach dem Zug Springer F7. Und zwar hätte Weiß jetzt hier wieder Läufer H5 spielen können, was so ein bisschen Läufer schlägt F7 droht und das verhindert, dass Schwarz pardon, rochieren kann. Und nach G6 gibt es hier einen extrem coolen Zug für Weiß, wie ich finde. Und zwar den Zug Bauer nach F5. Das sieht man auch nicht alle Tage. An sich ist ja das Feld zweimal gedeckt von sogar Bauern. Also, dass man da eine Figur bzw. einen Bauern hinziehen kann, ist sehr, sehr ungewöhnlich.
Allerdings ist in der Stellung natürlich klar, dass hier Bauer auf E6 gefesselt ist. Das heißt, der kann den Bauern auf F auf jeden Fall nicht schlagen. Und der G-Bauer möchte den Bauern auch nicht schlagen, weil dann natürlich wieder die Festung des Springers auf F7 zum Problem wird für Schwarz. Von daher rochiert hier der Schwarze lang. Eine große Drohung ist, wie gesagt, diese Gabel auf E6. Das heißt, wenn Schwarz es einfach ignoriert, wie es in der Partie passiert, mit dem Zug zum Beispiel lange Rochade, dann kann Weiß auf E6 nehmen und hat hier nach den ganzen Abtausch bzw. nach den folgenden Zügen eine sehr, sehr angenehme Stellung, beziehungsweise was heißt angenehm? Die ist sogar, denke ich, klar gewonnen. Also der schwarze König ist deutlich schwächer als der weiße König und die weißen Figuren sind aktiver als die schwarzen Figuren. Plus Weiß hat hier einen Läufer gegenüber einem Springer, also Weiß steht hier schon sehr, sehr gut. Deshalb hat hier Schwarz Springer C6 gespielt und es folgte Läufer nach G4. Das greift den Bauern auf E6 an. Lange Rochade, Läufer schlägt E6, Bauer schlägt E6, Turm schlägt E6. Ich denke, es war eine gute Entscheidung von Schwarz, hier das Material zurückzugeben und immerhin den König halbwegs in Sicherheit zu bekommen, zumindest erstmal aus dem Zentrum raus. Es folgte Turm nach D7 und jetzt Bauer nach F5. Die Idee ist hier, den Bauer nach F6 zu spielen, die schwarze Bauernstruktur ein wenig zu schwächen und der Bauer auf F4 war natürlich angegriffen. Schwarz findet hier den starken Zug Springer nach D8. Das vertreibt den Turm auf E6. Der geht zurück nach E3. Es folgt Dame nach F4. Das greift den Turm auf E3 wieder an. Turm F3, Dame nach E4. Und jetzt hier der starke Zug Bauer nach A5. Das greift den Bauern auf B6 an, versucht hier den gegnerischen König weiter zu schwächen. Und hier hat Schwarz den wohl letzten Fehler gemacht. Besser als der Partiezug wäre hier Bauer nach B5 gewesen. Das sieht zwar erstmal komisch aus, hält die Stellung aber zusammen. Das heißt, hier ist nicht direkt ein Weg möglich, wie Weiß hier gewinnen kann oder wie Weiß hier effektiv fortsetzen kann. Es gibt natürlich einige gute Züge, zum Beispiel Bauer nach A6, wahrscheinlich einer oder ein Damenzug, Dame D2 oder sowas in der Art. Das wäre aber trotzdem nicht, das würde nicht direkt gewinnen und Schwarz hätte hier auf jeden Fall noch Gegenspielchancen gegen auch den weißen König. In der Partie allerdings hat hier Schwarz sich entschieden, den Springer zurück nach C6 zu stellen. Und das schwächt den Bauern auf B6 zu dolle. Das heißt, nach A schlägt B, hat hier Fischer den extrem starken Zug Dame nach B1 gefunden. Also der ist wirklich sehr, sehr stark. Die Idee ist relativ simpel sogar. Man greift den Bauern auf B6 an und Schwarz hat keine guten Möglichkeiten mehr, diesen Bauern zu verteidigen, der natürlich extrem wichtig ist für die letzte Restsicherheit des schwarzen Königs. Das heißt, wenn dieser Bauer fällt, fällt auch die Partie, beziehungsweise der schwarze König. König B7 funktioniert nicht, dann kommt einfach Läufer nach C5 und der Bauer auf B6 ist mit tödlicher Folge das für den schwarzen König verloren. König C7 kam in der Partie, auch Turm B7 ist suboptimal. Natürlich möchte man erstmal nicht seinen Turm benutzen, um hier nur einen Bauern zu decken. Und andererseits kommt hier Bauer nach F6, GF, Turm F6. Jetzt steht hier der Turm auch noch auf der sechsten Reihe und diese Stellung ist extrem stark für Weiß und auch gewonnen für Weiß. Also D4 könnte man noch versuchen, aber dann kommt Dame nach B5, was den Springer auf C6 nochmal angreift und dann fällt der Bauer auf B6, der Bauer auf C4. Hier fällt die schwarze Stellung zusammen wie ein Kartenhaus. Schwarz hat hier König C7 versucht, aber auch da ging die Partie nicht mehr sehr, sehr lange. Allerdings hat hier Fischer nochmal einen extrem starken Zug gefunden. Gerne könnt ihr einmal das Video pausieren und überlegen, was Fischer hier gespielt hat. Wenn nicht, dann werde ich es euch natürlich direkt verraten. Und zwar erstmal herzlichen Glückwunsch an alle, die den Zug gefunden haben. Also der Zug finde ich schon sehr stark. Er ergibt natürlich Sinn. Was wäre das auch anders gedacht bei einem Schachspiel? Und zwar ist der Zug Läufer nach C1. Die Idee ist hier, beziehungsweise es gibt zwei Ideen. Die eine ist natürlich, dass der Turm jetzt die offene A-Linie hat. Und die andere Idee ist die Umgruppierung des Läufer nach F4. Also an sich ist der Zug jetzt nicht so ungewöhnlich. Allerdings könnte man, denke ich, erstmal den Zug Läufer C1 nicht sehen, weil er natürlich hier erstmal das Schach auf E1 ist, was natürlich nicht schlimm ist. Aber trotzdem, den Zug Läufer C1 muss man erstmal sehen.
Dame E1 Schach folgte zwar noch, aber dann kam Turm F1, Dame schlägt C3, Läufer F4 Schach, König B7. Und nach Dame B5 hat Schwarz hier genug gesehen. Die Drohung Dame A6 Schachmatt kann man schon gar nicht mehr effektiv als Schwarzer verhindern. Deshalb hat hier der Schwarzspieler aufgegeben. Er hätte zum Beispiel noch einen Racheschach geben können, Dame D4, König H8. Aber jetzt gibt es keine gute Möglichkeit, hier das A6-Feld zu verteidigen. Springer B8, den kann man einfach schlagen und dann hängt der Turm auf D7. Und viel mehr Möglichkeiten hat man eigentlich auch nicht, dagegen vorzugehen, dass hier die Dame tödlich auf A6 eindringt. Ich hoffe, euch hat diese Partie genauso gut gefallen wie mir. Wenn ja, dann lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen und lasst mir eine positive Bewertung da. Auch würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen. Könnt ihr gerne einfach unten kostenlos meinen Kanal abonnieren. Jederzeit kann man das rückgängig machen. Und bis zu meinem nächsten Video wünsche ich euch viel Erfolg in euren Schachpartien. Bis dahin.